Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge A Long Way Down. Das ist so ein bisschen wie Slay the Spire, wenn ihr das kennt. Also so ein Roguelike-RPG-Spiel mit Karten. Ich werde ganz schnell im Schnelldurchlauf hier einmal einige Sachen erklären. Also wir können uns ausrüsten, wie ganz normal beim RPG, mit einem Helm oder einer Brust und sowas. Und das hat dann verschiedene Attribute, die einem besser machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade einen neuen Zepter ausgerüstet. Man sieht natürlich auch, wenn man auf den alten Zepter geht hier, der neue wird uns plus 50 Leben geben und plus 20 Angriff. Und die Ausrüstungsgegenstände geben einen dazu auch noch Angriffe. Das zeige ich euch gleich alles. Dieser Stab gibt einem zum Beispiel den Schlag, der 10 bis 20 Schaden zufügt. Dann muss man da auch noch drauf achten, was für ein Element dieser Stab hat, etc. Aber das erkläre ich euch sonst alles noch. Ansonsten kann man hier sein Deck zusammenstellen. Momentan kann ich 15 Karten haben. Die einzelnen Karten haben natürlich verschiedene Effekte. Also es gibt welche, die greifen halt an. Es gibt andere, die sind eher dafür da, dass sie einen heilen. Oder andere, die einen verstärken und sowas, wie man das halt so von Kartenspielen kennt. Man kann seine Karten auch aufrüsten und recyceln und klonen und was weiß ich alles. Aber das kostet alles Staub und ich habe keinen Staub. Also hier kann ich das auch nochmal kurz zeigen, wenn man da Stoß reintut und den verbessern möchte, dass er halt mehr Schaden macht, dann wird das 75 Staub kosten, das ist die Währung in diesem Spiel, aber ich habe gerade nur 7 Staub. Ich könnte allerdings, um Staub zu bekommen, meine Karten, wenn ich die nicht mag, auch einfach hier reintun oder dann würde ich für diese Karte göttlicher Segen 9 Staub bekommen. So, juckt keinen. Also dasselbe geht aber auch für die Schmiede, also auch für die Ausrüstungsgegenstände, aber alles zu teuer. Ansonsten gibt es noch mehrere Charaktere, wir sind gerade Sam, aber man kann mehrere Teammitglieder haben und dann auch im Kampf mit den Spielen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die allererste Mission rein nach dem Tutorial, das ich eben gerade gemacht habe. Und das Spiel ist nämlich ziemlich interessant. Ich hoffe, es haben jetzt noch nicht so viele ausgeschalten, weil der Anfang jetzt so ein bisschen komisch war. Unsere Mission ist, töte dieses Monster, den Mini-Paros. Das Spiel gibt es seit gestern bei Steam, kostet 15 Euro, beziehungsweise gerade 10% Rabatt, glaube ich. Oh nein, etwas hier versperrt dir den Weg. Du wirst diese verlorene Seele bezwingen müssen, um fortzufahren. Okay, machen wir das. So, jetzt sind wir gerade in der Overworld von dieser Mission quasi. Wir sind halt dieser Sam und mir wurde eben schon gesagt, also wir sind hier im Nimbus, wir sind quasi tot und müssen hier irgendwie rauskommen. Und deswegen müssen wir hier komische Sachen machen. Das ist so die Story. Und sie hat mir eben gesagt, von den Schwarzen war ich der Weißeste. Ja, da stand wirklich Weißeste, nicht der Weißeste, sondern der Weißeste. Also ein bisschen rassistisch ist das Spiel vielleicht auch. Und wir haben hier jetzt so schöne Karten unten und noch 28 weitere in unserem Deck drin. Was sehen wir sonst noch so? Ich habe hier 3 Aktionen, bis meine Runde vorbei ist. Also das ist so rundenbasiert. Und ich glaube, ich kann 4 Schritte gehen. Das bedeutet diese 4 hier unten. So, und jetzt haben wir hier einzelne Teile. Das kennt ihr vielleicht von diesem Labyrinth-Spiel, das man früher als Kind gespielt hat. Wir können jetzt auf jeden Fall so ein Teil hier nehmen und da zum Beispiel reinpacken. Und ihr seht ja auch, es gibt hier andere Teile mit so Wänden und sowas. Und wenn man die irgendwo einfügen würde, dann kann man halt in diese eine Richtung nicht gehen, wo die Wand ist. Ist, glaube ich, selbsterklärend, oder? Doch, diese komischen Steine hier, da. Ich weiß jetzt nicht, was das rote Ding da drüber ist. Vielleicht ist da ein Gegner, keine Ahnung. Aber eigentlich geben die neue Karten, die man dann... Nein, ich muss erst kämpfen. Okay, das kann ich auch noch nicht. Ich muss erst kämpfen und dann kriege ich da neue Karten. So, ja, wir sind jetzt im Kampf drin, Leute. So, wir sind auch dran. Und wir sehen jetzt hier, das ist unser Gegner. Und dieser Sam, hier sind wir. Da oben sehen wir unsere Lebenspunkte, wie viel Angriff wir haben, bla bla bla. Und wir sehen, ich erkläre mal die Karten an sich. Wir sehen oben links bei der Karte diese kleine 1. Das bedeutet, wie viele Aktionspunkte diese Karte kostet. Dann sehen wir rechts daneben, was für ein Element das hat. Und je nachdem, was für eine Waffe wir gerade ausgerüstet haben auf unserem Typen, fügt Windzaubern 15% mehr Schaden hinzu. Das heißt, alle Angriffe, die dieses komische Windsymbol da haben, und das hat ja dieser Stoß, machen 15% mehr Schaden. Und darunter steht dann halt noch, was die Karte macht. Und ja, das ist es eigentlich. Ansonsten sehen wir hier unten links, wie viele Karten ich in meinem Deck habe. Ich habe noch 9 Karten. Man kann das Deck auch recyceln quasi, also neue Karten bekommen. Dafür muss man allerdings ein bisschen seine Lebenspunkte opfern. Kann man hier auch noch gucken, aha, der hat 100 Leben. Und was er dann machen würde. Hier, das ist ein normaler Angriff. Und ja, dann kann man so ein bisschen taktisch hier agieren. Achso, noch eine Sache. Ihr seht vielleicht, dass die linke Karte hier ein bisschen abgespalten ist von den anderen. Die anderen Karten, die verschwinden halt, wenn man sie einsetzt. Und dann zieht man neue Karten aus seinem Deck wieder hinzu. Aber diese linke Karte, die bleibt immer dieselbe. Und das ist jetzt in diesem Fall Schlag, weil ich eben diesen Zauberstab ausgerüstet habe. So, sehr viel erklärt, aber ist eigentlich alles sehr einfach zu verstehen, möchte ich meinen. So, und da wir mehr Schaden machen mit Windattacken, setzen wir einfach mal ein paar Attacken ein hier. Pow, mach ihn fertig. Und jetzt haben wir noch 2 Aktionsdinger und jetzt könnten wir quasi nochmal 2-mal mit unserem Schlag hier angreifen, der sich nicht verändert. Dann hat er noch 24 Leben. Ja, und wenn unsere Runde vorbei ist, dann greift er natürlich an. Jetzt hat er sich auch noch irgendwie stärker gemacht. Warum das denn? Genau, aber hier stehen noch die Buffs dann immer unter dem Charakter. Da gibt es halt auch so Buff-Zauber. Vielleicht haben wir hier sogar irgendwo einen. Ja, hier.
Guck, erhöht die Schaden des Ziels 2 Runden lang um 25%. Das könnten wir jetzt... Ich weiß gar nicht, kann man das auf einen Gegner machen? Ich glaube... Ach, nee. Genau, eine Sache... Ich kann noch eine Sache erklären, Leute. Ihr seht auf der Karte unten, da ist so ein grünes Männchen drauf. Das bedeutet, das geht auf einen Verbündeten. Dann sehen wir bei dem hier, da ist ein rotes Männchen drauf. Das geht also auf einen Feindlichen. Dann gibt es noch, wenn da mehrere rote drauf sind, dann geht das auf alle Feindlichen. Oder wenn mehrere grüne drauf sind, dann geht es auf alle Befreundeten. Und dann gibt es noch so ein geteiltes jeweils, also dass das Männchen halb grün und halb rot ist. Das geht dann auf alle. So viel dazu. So, also wir greifen ihn auf jeden Fall nochmal im Schlag, aber das ist ja schon tot hier. Und ich muss sagen, das Spiel macht es schon funny fun. Und am Ende kriegt man halt immer noch Sachen. Genau. 7 Staub haben wir jetzt bekommen. Und neue Karten, ja. Ganz viele Kacheln. Ach, Kacheln sind das jetzt? Das macht Sinn, weil das sah ja auch aus wie Kacheln. Ja, und jetzt müssen wir halt irgendwo hin. Was sollten wir nochmal machen? Den Typen hier töten, ne? Tötet das Monster, genau. Und so muss man dann halt auch ein bisschen taktisch sein, was man hier für Teile benutzen möchte. Dazu bist du nicht wichtig genug. Achso, das hier ist übrigens, glaube ich, unser Erzfeind hier. Der hat nämlich... Ne, der Typ da. Der Typ, der nutzt einfach immer ab und zu meine Stapel hier. Das ist voll gemein, weil vielleicht nimmt er mir dann irgendwann so eine Kachel weg, die ich eigentlich benutzen wollte, um irgendwie hinzukommen. So, egal, ich möchte jetzt erstmal natürlich irgendwie an die Kisten da hinten rankommen. Und jeder Stapelbau kostet einen Aktionspunkt und ansonsten können wir halt immer noch 4 Schritte gehen. Und dann mit allen 4 Schritten, die man gegangen ist, glaube ich, es geht auch einer dieser Aktionspunkte weg. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier richtig geil unsere Kiste mit Stiefeln. Wenn ihr euch fragt, warum ich die jetzt noch nicht ausrüste, das geht nur an komischen Altaren. Also am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier hinten an die Kiste gehen. Oh nein, ein weiterer Kampf! Und so geht das dann hier immer weiter. Wahrscheinlich später auch mit mehreren Dingern. Im Tutorial hatte ich halt auch noch einen Kompan. Und da konnte man dann im Kampf aussuchen, mit welchen Typen man angreifen will. Also man teilt sich dann die Aktionspunkte. Aber je nachdem, welche Stärke halt euer Typ hat, ist das dann besser, lieber mit ihm zu kämpfen oder mit dem anderen Typen? Fand ich ganz interessant. So, jetzt haben wir hier leider einen Debuff, dass wir 20% weniger Schaden machen. Eventuell haben wir irgendetwas, was das wieder wegnimmt? Nö. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal unsere Abwehr ein bisschen hoch. Haha! Und heilen uns einmal um 10%. Und dann kriegt der eine hier voll auf die Fresse. Pow! Komische Kugel mit einem Totenkopf drin. Tja. Da macht ihr kein Damage mehr, ne? Da macht ihr kein Damage mehr, weil ich einen krassen Schutzschild habe. Wieso macht der eine mehr Damage? Ah, man sieht sogar, wen er angreift hier. Jetzt raff ich das auch. Ah ja. Ja gut, wir können nicht wirklich viel machen. Wir können unseren Schaden vielleicht mal doppelt erhöhen, Leute. Oh, plus 50 Schaden mehr hier. Und dann kriegt der richtig krassen Stoß hier in die Fresse. 32 Damage mit einem Hit. Tja, damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er null gerechnet. Aua. Lass das doch mal jetzt. Ja, ansonsten vom Grafikstil ist minimalistisch, ja, aber gefällt mir doch ganz gut. Entfernt alle Segen des Ziels. Segen. Okay, der hat mir zu viel Abwehr. Deswegen, hier, dein Segen ist verschwunden. Und jetzt friss mein 54er Stoß. Lohnt gar nicht, ne? Na gut, dann friss nur meinen 41er Stoß hier. Pow! Und dann noch meinen normalen Stoß. Zack, wuh! Erster weg. Das war sehr gut mit diesen Bann weg, mach Gedingsbums. Das fand ich sehr nice. Haben wir noch irgendwas? Entfernt alle Flüche. Ah, das hätten wir eben gebraucht. Dann hätten wir jetzt unseren Fluch hier verloren. Na gut, hier, dann kriegst du nochmal einen Stoß ab und noch einen Stoß. Und dann habe ich hier noch einen Schlag für dich. Also ich habe Slay the Spire leider nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt ist wie Slay the Spire. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ist wie Slay the Spire. Das war ja auch so ein bisschen Dungeon-artig und mit Karten. Das ist ja hier eigentlich genau dasselbe. Lügt dem Ziel 24 Schaden zu, oder den... Okay, ist ja auch egal. So, du bist kaputt! Friss das, du komische Kugel. Ich benutze dich als Bowlingkugel. Härtung. Cool, und so kriegt man dann halt immer wieder neue geile Karten. Was haben wir denn in dieser schönen Truhe drin, sage mal? Aha, oh ja, noch mehr Stiefel. Oh, die sind sogar so viel besser als meine. Damit können wir garantiert weiterlaufen. Und ich glaube, es wäre jetzt am besten, wenn ich erstmal hier hinkomme. Weil ich glaube, da ist ein Altar, wo ich mich dann ausrüsten könnte. Ja, das ist auf jeden Fall hier Rüstkammer, genau. Da kann man sich ausrüsten. Aber zuerst müssen wir an diesen fiesen Gemöbel hier vorbei. Aber ist alles kein Problem hier. Krieg Schaden und ich krieg mehr Attack. Oh, man heilt sich nicht mal, das wusste ich nicht. Okay, also im Dungeon selbst heilt man sich nicht. Man muss sich also auch im Kampf selber heilen. Das ist ja höchst interessant. So, jetzt sind wir ein bisschen stärker geworden. Dann kommt der hier nochmal ein Stoß in deine Fresse. Und einen geilen Schlag kriegst du auch noch ab. Pow, pow. Ja, greif mich doch an.
So, und jetzt wäre es nämlich schlau, wenn wir uns heilen, bevor wir ihn töten. Weil dann bin ich ja im Dungeon besser gewappnet, nicht wahr? Das macht auch nochmal hier ein bisschen Leben dazu. Und der Typ ist ja sowieso tot mit einem Hit. Ah, man kann auch critten, habe ich gerade gesehen. Das ist interessant. Geil, ey, jetzt habe ich geheilt und bin voll schlau. Leute, lobt mich mal. Ja, und jetzt können wir uns hier ausrüsten in der Rüstkammer. Wir haben nämlich einige Sachen bekommen. Zum Beispiel Schuhe. Und wir kriegen dadurch sogar einen Heilungszauber. Auch nicht schlecht. Was ist das hier? Entfernt alle Segen des Ziels. Ja, Abwehr erhöhen ist halt lame, oder? Aber da unser Deck sowieso noch nicht voll ist, wir können ja erstmal Sachen ins Deck reintun. So, und dieses entfernt alle Segen des Ziels, pff, das ist ja nur für die Gegner, falls sie einen krassen Segen haben. Ja, und jetzt sind wir hier geil ausgerüstet. Gut, holen wir uns hier nochmal ein paar Stapel ab. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal kämpfen wieder. Ganz viel kämpfen. Kämpfen. Ist auf jeden Fall ein sehr chilliges Spiel. So, in einer Runde kriegen wir ihn sowieso nicht tot, deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal unsere Verteidigung hoch. Oder? Hätten wir ihn töten können? Ja, nee, nicht ganz. Nicht, Alter, 30% weniger Angriff macht der? Yo, der ist richtig OP, der Typ. Okay, erstmal natürlich heilen. Der ist trotzdem diese Runde kaputt. Ah, hier, friss das. Dadurch werde ich stärker. Und dann kriegst du ja noch einen Stoß in die Fresse. Das ist ja richtig assig, dass er einen so krass debuffen kann. So, und ihr merkt ja jetzt, ich komme hier eigentlich gar nicht an diesen Stapel ran, weil da eine Wand zwischen ist. Aber ich kann jetzt hier richtig geil, ich habe das nämlich gerade gezogen, eine Mauervernichtung einsetzen. Und die packe ich dann auf mein Feld und dann werden alle Mauern um mich rum kaputt gemacht und jetzt kann ich da nämlich doch rauf. Jetzt muss ich zwar wieder kämpfen, aber ist okay, ich brauche diese Stapel. Okay, mal gucken, wenn wir unseren Schaden erhöhen, können wir ihn dann in einer Runde vernichten? Nee, leider immer noch nicht, ne? Oh, okay, doch, wenn wir uns vielleicht nochmal verbessern hier. Plus 40% Schaden? Nee, langt trotzdem nicht. Meh. Alter, 51 Schaden hat er einfach gemacht. Läuft bei ihm. So, und hier sehen wir auch mal, das hier wird zum Beispiel alle treffen. Heilt alle um 10, ja, ist also nicht so geil, diese Karte. Deswegen halb grün und halb rot. Also das wird auch den Gegner heilen. Die sind ein bisschen dumm, muss ich sagen. Zieht eine Karte und erhöht den Schaden eines Gegners eine Runde lang um 15%. Ist doch kacke. Na gut, dann heilen wir uns einfach und setzen zweimal Schlag ein. Ja, du bist kaputt. Ah, und ich sehe gerade, ich habe ja auch verschiedene Missionen. Ich habe zum Beispiel aktiviere Lagerfeuer nicht. Das hier sind Lagerfeuer, da, wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht. Und an denen kann man sich anscheinend heilen. Also auch außerhalb der Kämpfe kann man sich doch heilen. Dann habe ich eben Schwachsinn erzählt. Aber ich habe auch eine, wo ich drei Lagerfeuer einfach aktivieren soll. Wir haben hier drei Lagerfeuer. Egal, wir holen uns hier erstmal diesen Sarg oder was das ist. Weil der leuchtet so schön. Und alles Leuchtende will ich natürlich mitnehmen. Oh, so einen habe ich natürlich auch noch nie gesehen. Was ist das denn für ein krasser Typ? Der hat vor allem mehr Leben als die anderen. Yo, leucht bei ihm. Okay, wir erhöhen unseren Schaden, erhöhen unsere Abwehr. Oder kriegt er hier einen schönen Schlag ins Gesicht. Bin ich gespannt. Okay, der macht aber auch relativ viel Schaden. Aber er verbessert sich zumindest nicht, wenn er irgendwas macht. Wir können uns nochmal Schaden machen und gleichzeitig Abwehr erhöhen. Sowas ist immer ganz cool. Was ich aber geiler finden würde, wäre irgendwie ein bisschen mehr Damage, statt immer nur so einen blöden Stoß zu machen. Come on, gib mir mal gute Karten hier. Huch, hä, hat doch gar nichts gemacht. Hä, bin ich vergiftet? Oh, Tatsache. Ich krieg jede Runde hier einfach 12 Schaden. Habe ich kein Antigift oder so? Okay, Angriff ist die beste Verteidigung. Einfach alles rauf da. Wir heilen uns noch einmal. Weil, why not? Lol, der hat voll die Krallen. Damit haben wir den dann, glaube ich, auch erledigt, yo. Easy peasy das Game. Ah, Sarkophag bringt gefallener König. Der gefallene König verflucht seine Beute. Scheint irgendwas Doofes gewesen zu sein. Ah, das ist ein Gegner. So. Okay. Wir haben einen Gegner freigeschalten. Tolle Sache. Jetzt ist die Frage, ob ich an die Lagerfeuer rangehe oder lieber nicht. Ja komm, nehmen wir alle Lagerfeuer mit hier. 50 Leben. Damit haben wir jetzt die eine Mission gefailt, aber ist ja egal. Gehen wir doch ans andere Lagerfeuer, wo noch ein Gegner dran haust gerade. Oh, wäre das assig, wenn in Dark Souls an den Lagerfeuern auch Gegner wären. So wie hier. Mann, diese Bandsprüche mag ich irgendwie gar nicht. Ich glaube, die muss ich mal aus meinem Deck rausnehmen. Weil die Gegner haben gar nicht so häufig Verbesserungen. Jetzt kann ich hier halt überhaupt gar nichts machen, weil ich diese blöden Bandsprüche habe. Ich möchte lieber die ganze Zeit attackieren. Hier, ich bin mal nett und heile uns beide. Ist das nicht super toll? Ja. Und dann kriegst du trotzdem zwei Dinger auf die Mütze hier. Klapp. Dann können wir auch zum dritten Lagerfeuer. Haben wir zumindest diese Mission gemacht. Ja, wir kriegen einen Trank, der 100 Lebenspunkte wiederherstellt. Na, das hat sich doch gelohnt.
Hä, der hat einfach meine Karre kaputt gemacht, die ich da gerade hingelegt habe. Was für ein Doofkopf. Letztlich da noch einer hin, ich will die da haben, Manno. Will nämlich diese Truhe haben. Wo zwei Gegner drauf sind, habe ich das gerade richtig gesehen. Ist vielleicht ein bisschen eintönig hier, ne? Die Gegner sind ziemlich häufig dieselben. Ich glaube, bei Slay the Spire ist es noch ein bisschen hektischer, weil ich glaube, da hat man auch, ist man auch unter Zeitdruck. Das müsste ich vielleicht auch mal spielen. Und muss vielleicht noch ein bisschen taktischer agieren als hier. Aber naja, man muss mit dem zufrieden sein, was man hat, nicht wahr? So, hier, nimm den Stoß, nimm den Schlag, nimm noch einen Schlag, was nicht langt. 10 Leben hat er einfach noch. Ich fass das ja nicht. Ah, aber so ist man dann natürlich auch angehalten, seine Karten, die man hier auf der rechten Seite hat, einzusetzen, damit man halt neue Karten bekommt, weil man kann die halt nicht wegwerfen. Den kaputt machen, unsere Abwehr erhöhen, den einfach mal verstärken, why not? Und dir jetzt deine ganzen Segen wieder weg, hahaha! Voll Troll. Erst den Typen buffen, um ihn dann wieder zu debuffen. Uns verstärken wir einfach einmal. Und dann machst du das und dann nochmal das. Und dann haben wir doch schon. Haben wir es doch schon. Soll man sagen, so eine Runde dauert doch länger als zunächst erwartet. Aber macht schon Spaß. Es ist chillig. Kann man so einfach mal spielen, wenn man gerade nichts zu tun hat. Na, hilfst du mir? Und ja, danke! Cool, dann muss ich das selber nicht machen. Der hilft dann wirklich mega. Ach, da kann man nur das Gebiet verlassen. Nee. Ich töte jetzt noch schnell den Typen da drüben und dann sind wir doch fertig. Der kommt mir doch bestimmt sogar entgegen. Ja, guck, da kommt er doch, der Minotaurus. Ist das schon unser letzter Gegner? Ach, Tachchen, da bin ich. Dann lass mal kämpfen. So, der ist bestimmt richtig krass. Das ist jetzt ja schließlich ein Boss. Boah, wie krass er aussieht. Was kann er denn so? Okay, er macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Mit seiner Sternschnuppe. Ich habe einen Level 3er Stich? Krasser Scheiß. Ich glaube, den möchte ich einsetzen, wenn ich stärker bin. So, wir verbessern uns. Ja, der Rest ist ja egal. Greifen wir einfach nochmal ganz normal an. Ich glaube, das ist gut. Jetzt machen wir nämlich richtig den Damage mit unserem Stich hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen lucky, dass wir den Stich auch wirklich bekommen haben. Wir können nochmal unseren Schaden erhöhen. Oh Leute, der ist gleich One-Hit, der Typ. Mal kurz Abwehr erhöhen. Er hat keine Segen, deswegen nochmal ein ganz normaler Angriff. Alter, der Stich. Wir können den halt gleich one-hitten. Okay, nochmal können wir uns nicht verbessern. So, spüre den Stich der Verdammnis. Pow. So, ich glaube, wir können ihn jetzt sogar schon vernichten, oder? Krasser Boss auf jeden Fall. Heftig. Oh, wie er auseinanderfällt. Schön. Verfall. Können wir sogar die Rüstung der Gegner wegnehmen. Ist auch schön. Was haben wir hier bekommen? Ein Malchus und ein Rezept für Schuldstoß. Cool. Ja, also wir können jetzt noch im Level bleiben und da komische Sachen mitnehmen, falls man zum Beispiel eine Mission nicht gemacht hat oder sowas. Oder man könnte einfach in den nächsten Level gehen. Und das hier ist halt der Hub, wo man alte Level nochmal spielen kann. Gebiet 1, 2, was auch immer. Oder sich hier verbessern kann. Ja, aber das wär's dann quasi. Dann kann man sich hier halt sein Deck immer wieder zusammenstellen und verbessern etc. Je nachdem, wie man das halt machen will. Und ja, also mir macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das findet. Waren jetzt vielleicht sehr oft dieselben Gegner und ich fand es schade, dass jetzt außerhalb des Tutorials kein Teammitglied mehr da war. Aber es ist halt wirklich auch so ein bisschen RPG-mäßig, rundenbasiert. Ist auf jeden Fall chillig. Kann man mal machen. 15 Euro ist jetzt auch nicht so viel. Aber ich glaube, Slay the Spire kostet genauso viel. Muss man halt abwägen, was man da mehr mag. Slay the Spire ist aber auch ein bisschen stressiger, wie gesagt. Aber ja, dann war es das mit diesem kleinen Let's Test. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Und ansonsten, wenn euch das Part gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.